Namaste, willkommen zu einem neuen Satsang-Häppchen aus der Reihe Fargetka. Heute mit dem Thema Alltag und Zustand nach der Erleuchtung. Ja, und bevor ich die Frage vorlese, vielleicht nur ein kurzer Hinweis in eigener Sache mal. Wie ihr seht, mache ich diesmal das Video wieder mal in Querformat, weil ich gerne experimentiere und ich würde euch wirklich bitten, gebt mal, je nachdem, wo ihr das seht, auf welchem Kanal, auf Facebook, auf YouTube oder auf Instagram, Feedback, was euch eigentlich lieber ist, was euch sympathischer ist, was besser zu eurem Setting passt, Hochformat oder Querformat. Bei Instagram ja wahrscheinlich eher Hochformat, aber es kommt auch darauf an, ob es einer mit Handy schaut oder mit Laptop oder mit Tablet. Also gebt mal ein bisschen Feedback, weil das möchte ich dann mit einfließen lassen, da wie ich so in nächster Zeit weitermache. Ja. Okay, das war mein Hinweis. Und jetzt zur Frage. Danke an Andreas. Ich lese es vor. Hallo Edgar, deine Erleuchtung liegt jetzt ein paar Jahre zurück. 22, da muss ich ja schon. Wie verhält es sich in deinem täglichen Leben? Hast du eine Art ständige, bewusste Wahrnehmung in deinem Kopf von wer du bist, beziehungsweise geöffneten Kanal, oder ist dies mit der Zeit schwächer geworden und du kannst diesen Zustand jederzeit reaktivieren beziehungsweise verstärken? Wie verhält es sich bei dir mit sogenannten Alltagsproblemen? Regst du dich zum Beispiel niemals über etwas auf oder nur kurz, weil du sehr schnell dein Kopfchakra öffnen beziehungsweise bewusst werden kannst? Danke. Ja, danke Andreas für die Frage. Generell möchte ich euch bitten, bei den Fragen, nehme ich jetzt als Gelegenheit, schon möglichst immer nur eine Frage. Ich merke, es sind eigentlich zwei Fragen, ich werde beide beantworten, aber dadurch werden halt die Videos auch länger. aber ist ja voll interessant und hängt ja auch miteinander zusammen. Also ich muss einmal eins sagen, in 22 Jahren ändert sich sehr viel. Ich bin durch verschiedenste Zustände gegangen. Ja, Zustände, Erfahrungswelten, Vertiefungen, Transformationen. Angenommen, jeder Zustand würde 2 Jahre lang dauern, wären das jetzt schon 11. Und ich habe da gewisse Evolutionen auch erlebt. Es sind jetzt nicht 11, ich habe es nicht mitzählt. Das war nur ein Beispiel, dass es wirklich viele verschiedene sind. Also es vertieft sich. Einerseits endet zwar alles, ja, mit dieser Erfahrung, das alte Leben, der alte Edgar, die alte Persönlichkeit, aber etwas Neues beginnt und es vertieft sich. Und da bin ich wirklich durch ganz verschiedene Phasen gegangen. Und wenn du mich jetzt fragst, wo ich jetzt stehe, nach 22 Jahren, sonst müsste ich jetzt eine Stunde oder 2 Stunden reden, dann ist es bei mir sehr einfach. Ich fühle mich einfach als Mensch. Ihr könnt nicht sagen, ob ich bin oder nicht bin. In gewisser Weise bin ich. Oder was ich bin. Bin gleichzeitig das eine Bewusstsein, als auch dieser Body-Mind-Edgar. In der Nacht bin ich ganz ein anderer. Im Tiefschlaf bin ich seliges Bewusstsein. In den Traumschlafphasen bin ich oft ganz andere Persönlichkeiten mit ganz anderen Geschichten, also andere Menschen, und weiß gar nichts von Edgar. Spielt gleichzeitig in dieser Zeit oder in anderen Zeiten. Aber das, was ich bin, bin ich immer. Und hier bin ich Edgar als Mensch. Aber es ist immer das gleichzeitige Bewusstsein darüber da, wenn ich es brauche, wenn ich hinschaue, ja, dass ich bewusst bin. Das ist permanent. Dieses Bewusstsein ist durchgehend. Man könnte sagen, für mich ist es in gewisser Weise so, dass seither, seit diesen 22 Jahren, auf einer gewissen Ebene keine Zeit vergangen ist. Das ist noch immer der gleiche Moment. Ich sitze noch immer in Indien, in dem Kaffeehaus. Nicht wirklich, aber wenn ich hingehe, ist es dasselbe jetzt. Das ist ein einziger langer Moment.
Die Erinnerungen sind da viel präsenter seither. Das, was vorher war, ist wie ein Past Life. Jo. Und dazu kommt, dass all das das nicht ist. All diese Zustände ist nicht das. Ja, alle Zustände sind das. Auch der ganz normal menschliche Zustand ist das. Und für mich ist der ganz normal menschliche Zustand mehr oder weniger der höchste Zustand geworden. Ich suche keine spirituellen Zustände. Ja, ich bin in dem Sinn Gott oder das eine Bewusstsein, das hier eine menschliche Erfahrung macht, nämlich die Erfahrung Edgar, das Leben des Edgar, zumindest tagsüber. Ja? Und um das geht's. Alles andere ist mir wurscht. Wissen kommt von überall, bin connected sozusagen zum Allwissen, mehr oder weniger, mit dem einen Bewusstsein, als das eine Bewusstsein, das ich bin, das jeder ist. Wenn ich deine Fragen da in dem Zusammenhang noch einmal auseinanderklamüster, wie verhält es sich in deinem. Tut mir leid, gell, Leute, wenn das so komisch leuchtet, aber ich lasse mich da anstrahlen von so einem schönen Lichtring, damit man mein Gesicht schattenfrei sieht und das macht dann in der Brille so schöne grüne Bögen. Und dann sieht man in die Augen, ne? Wenn das wer macht, dann sind da so Ringe. Da, immer wenn ihr das auf YouTube seht, wisst ihr, da sitzt jemand vor so einem Ring. Ja? Da leuchtet nicht die Erleuchtung raus, muss ich ehrlich zugeben, sondern es ist nur der Lichtring, der sich da spiegelt. Ne? Wollte mal gesagt haben, aber es so witzig ausschaut. Also, ich lese jetzt weiter vor. Wie verhält es sich in deinem täglichen Leben? Hast du eine Art ständig bewusste Wahrnehmung? Habe ich. Ich bin ständig bewusste Wahrnehmung. Möchte ich unterscheiden? In deinem Kopf? Nein, nicht in meinem Kopf. Das ist eine Vorstellung. Und da haben wir jetzt ein paar Probleme. Das zieht sich durch deine ganze Frage, aber das ist normal. Also, du bist da frei von Schuld. Ist kein Vorwurf. Das ist halt normal. Wenn man das nicht kennt, dann hat man eine bestimmte Vorstellung darüber und dadurch entstehen Fragen, die aber dann an der Sache vorbeigehen. Das heißt, du gehst von Dingen aus, die nicht so sind. Ja, also wenn du jetzt so fragst, ob ich eine ständig bewusste Wahrnehmung in meinem Kopf habe, ist das schon der erste Irrtum. So als wäre die Wahrnehmung im Kopf, die ist nicht im Kopf. Ja? Du bist die Wahrnehmung, der Körper geschieht in dir, der Kopf geschieht in dir, der ganze Body-Mind geschieht in dir, die ganze Welt geschieht in dir, das ganze Universum geschieht in dir und nicht da drin im Kopf. Das ist ein Irrtum. Sonst wäre es ja weg irgendwann. Ne? Wenn ich im Tiefschlaf bin, bin ich in der reinen Seligkeit, aber von einem Körper Edgar weiß ich dann nichts. Ja? Also in deinem Kopf, da müsste ich denken, ja, wenn ich denken. Aber selbst ich verweigere ja auch das Konzept, dass das Denken da oben im Kopf geschrieben würde. Das sehe ich eher wie ein Empfänger, ja, wenn man so will, oder ein Werkzeug. Wenn ich in Satsang zum Beispiel bin und da sind 10, 20, 30 Leute oder wie viel auch immer oder auch in einer Zweiersitzung, dann ist das, was spricht, ist die Gruppenenergie, das ist das Feld der Gruppe, da spricht nicht Edgar aus dem Kopf. Also es holt eine Erinnerung aus dem Edgar-Body vielleicht dazu, aber selbst diese Erinnerungen sind aus meiner Sicht nicht in Edgar gespeichert. Ja. Das ist ein gemeinsames Feld, das man kreiert. Ja, wenn man da zu 10 zusammen sind, zu 20, zu 30, egal wie, dann ist es wie ein Supercomputer, der vernetzt ist, ja, wo alle 30 Gehirne verwendet werden. Und das spricht dann. Und darum habt ihr dann in Satsang das Gefühl, der beantwortet eine Frage, was ich mir gerade gedacht habe. Ja, oder ich habe dasselbe gerade gedacht, oder ja, ohne dass ich fragen musste. Ja, weil du es ja, weil wir eins sind. Ja, das sind nicht 30 verschiedene. Da ist einer und in jedem steckt der gleiche drin. Und in Wirklichkeit steckt nicht überall der gleiche drin, sondern 30 Bodies stecken in dem einen Bewusstsein und bilden dieses Feld. Und all diese 30 Gehirne werden einfach mitbenutzt werden, wie bei einem vernetzten Computer. So schaut es aus. Ja, also einmal dazu von wegen Kopf. Ne? Aber ich schlendere schon wieder ab, ne? Satsang. So, ständig bewusste Wahrnehmung in deinem Kopf von wer du bist. Nee, ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Ich bin einfach nur. Ja, ich bin, der ich bin. Das heißt Jehova, das war schon die Erkenntnis von Moses. Ich bin, der ich bin. Punkt. Ja, ich bin nicht Edgar. Da spricht reines Bewusstsein. Ja. Und das ist letztlich aus meiner Sicht bei jedem so. Ja, man kann das Gott nennen, weil ich weiß, ja, und habe die unmittelbare Erfahrung direkt gemacht, das ganze Universum zu sein. Nur mittlerweile mache ich da überhaupt keine Trennungen mehr. Ja.
dass ich die Form da irgendwie benenne, sondern Bewusstsein ist, Punkt. Ja. Die Frage, wer du bist, die soll dir keine Antwort liefern. Das wäre ja eine neue Identifikation. Am Anfang rennt man schon herum, ich bin Gott. Ne? Ist auch Quatsch, das sozusagen. Ist schon eine Beschränkung von dem, was du bist. Du bist viel größer. Ja? Sogar größer als Gott, wenn man so will. Aber da kommt jetzt darauf an, was man als Gott definiert. Beziehungsweise geöffneten Kanal, das ist schon wieder so ein Konzept. Aus der yogischen Sicht könnte man schon sagen, die Kanäle sind offen und es fließt einfach, da gebe ich dir schon recht, aber das ist ein Konzept, ja, das ist ein Hilfskonzept. So, dann, oder ist dies mit der Zeit schwächer geworden? Was? Das ist ja schon null. Weniger als nichts geht nicht. Das Nichts kann nicht schwächer werden, ne? Das Nichts frisst alles auf, lass dich ins Nichts reinfallen. Das Nichts ist das. Ja, und ist gleichzeitig alles, was ist. Würde das schwächer werden, ja, dann wäre es nicht wirklich alles und nichts gewesen. Ja, dann wäre es etwas, was stärker oder schwächer sein kann. Also es sind Vorstellungen, wo solche Fragen kommen, aber die gehen, da geht halt die Vorstellung schon an dem vorbei. Ich glaube, da habe ich irgendwo vor kurzem ein anderes Video gemacht, was Vorstellungen betrifft, oder zumindest darüber gesprochen. Das ist das Problem mit den Vorstellungen. Und du kannst diesen Zustand, nochmal, es ist nicht irgendein Zustand, das habe ich vorher nicht ganz fertig gesagt, es ist jenseits aller Zustände. Ja? Zustände kommen und gehen, alle Zustände sind das. Es gibt keinen richtigen Erleuchtungszustand, den gibt es natürlich schon, den mystischen Zustand. Aber es ist auch ein Kommen und Gehen, ist auch nur ein bestimmter Zustand, dieser Falle, wenn man so will. Ich sehe es nicht wirklich als Falle und es ist ein toller, schöner Zustand, friedvoll und stille. Aber dennoch ist es nicht das. Es ist phänomenal, wenn man will. Jeder Zustand ist phänomenal, in dem Sinn phänomenale Erleuchtung. Der Werner hat es sehr schön unterschieden zwischen phänomenaler und nominaler Erleuchtung. Ja? Ein Zustand ist ein Objekt. Das, was du wirklich bist, ist das Subjekt, das eine Subjekt, das eins ist mit jedem Objekt. Und dem völlig egal ist, welcher Zustand da erscheint. Und ich kann natürlich jederzeit die Stille wahrnehmen. Ich bin die Stille. Ich bin ja das alles. Ja, es geht nicht darum, ob ich es wahrnehme. Ja, aber ich kann mich auf die Stille fokussieren. Dann ist Stille das, was da ist. Wenn du aber die Stille nicht wahrnimmst mitten im Sturm, dann nimmst du nicht die wirkliche Stille wahr. Wenn du die Stille nicht wahrnimmst, während ich spreche, dann ist es nicht die Stille. Ja? Weil die Stille ist immer da. Es ist die Stille, die spricht. Zum Beispiel. Oder die Glückseligkeit ist immer da. Die Zufriedenheit ist immer da. Alles ist immer da. Gewahrsein ist immer da. Energie ist immer da. Da brauche ich nichts reaktivieren oder verstärken. Es gehört ja auch nicht mir. Ich schwimme in all diesen Zuständen gleichzeitig. Egal, ob ich einen Fokus dort habe oder nicht. Ja, der Fokus ist ja nur ein gewisser Ausschnitt davon. Jo. Ich hoffe, das halbwegs ein bisschen vielleicht geholfen zu haben, die sich von den Vorstellungen da zu lösen. Man kann sich's nicht vorstellen. Es ist nicht vorstellbar, weil sonst ist es da vorgestellt. Zwischen dem, was du bist und was du wirklich bist. Okay, jetzt zum zweiten Teil der Frage. Wie viel Zeit habe ich denn schon verbraucht? Ich habe nicht zugeschaut. Die Aufnahme läuft ja hoffentlich noch. Sehe ich auch nicht auf dem Handy. Wie verhält es sich bei dir mit sogenannten Alltagsproblemen? Regst du dich zum Beispiel niemals über etwas auf oder nur kurz, weil du sehr schnell dein... Ne, lass mal das einmal weg, das, weil da kommen wir schon wieder zu den Vorstellungen. Mensch sein mit allem, was ist. All diese Konzepte, wie es danach sein soll, sind einfach Quatsch. Alles darf so sein, wie es ist. Alles, alles, absolut alles. Alle Gefühle, alle Gedanken, ja, alles. Da wird dann nichts bewertet, ja, wenn Wut da ist, ist Wut da, wenn Angst da ist, ist Angst da, wenn Traurigkeit da ist, ist Traurigkeit da, was auch immer da ist, Angst ist selten, Wut kann vorkommen, wenn man blöd kommt, nicht du.
Also ja, natürlich kann ich mich über etwas aufregen, aber es dauert dann nur kurz. Ich hadere nicht damit. Ich hadere nicht damit, mich aufzuregen, sondern ich lasse es voll und ganz zu. Ja? Das darf da sein, voll und ganz. Und umso schneller jede Emotion da sein darf, umso weniger man damit hadert, umso weniger man zurückhält. Dieser Beobachter, ja, am Anfang war einer der Zustände, war die ersten Jahre, wo er hundertprozentig im Beobachter war. Ja, und da waren dann irgendwann gar keine Emotionen mehr. Das wurde alles transformiert, bis sie alle weg waren. Und dann gab es eine Wiedergeburt, eine regelrechte Wiedergeburt. So kann man das wirklich nennen, oder Auferstehung des Menschlichen, wenn man so will. Ja, ich sehe sogar Jesus, dass da einer war, der da vorangegangen ist letztlich, ja, in dieser Auferstehung des Menschlichen und diese Inkarnation ins Menschliche und dieses Hochziehen des Menschlichen ins Göttliche oder das Göttliche steigt herab in das Menschliche. Genau darum ging es da und da war ja einer der Ersten und das ist genau darum geht's, dass man dann diesen Zeugen, dieses reine Bewusstsein auch noch loslässt, weil das war auch nur ein Objekt, das war auch nur eine Identifikation. Ja, dieses ich bin nicht, diese Unterscheidung überhaupt zwischen Sein oder Nichtsein ist alles Quatsch. Dieser Beobachter hat dann, verschwindet dann komplett. Vorher ist er vielleicht 10% da, dann irgendwann ist er 100% da und dann darf auch der Beobachter sterben. Das ist das zweite Sterben. Und dann lässt man alles zu. Weil der Beobachter ist immer so ein kleiner Teil, der dann noch nicht ganz reingeht in die Erfahrung. Aber genau darum geht's und das ist das Vorwärtsfallen, wenn man so will. Ja, was viele leider verwechseln, weil sie Angst davor haben, zurückzufallen. Aber es geht vorwärts. Dann beginnt erst die Show. Dann beginnt erst die Magie in der ganzen Mystik. Ja? Dann bist du in Alice Wonderland und zwar jeden Tag. Und jeder Tag ist voller Wunder. Du bist eins mit allem gleichzeitig. Ja? Und Mensch. Ja? Und wenn du alles zulässt, geht es umso schneller auch vorbei. Dann bist du immer in der Totalität. Egal welcher Zustand dann ist, egal welches Gefühl dann ist, egal wo der Fokus dann ist, du bist total damit. Das war immer schon mehr so mein Weg. Also ganz oder gar nicht. Ja? Also Totalität. Und wenn du ein Gefühl komplett zulässt, verbrennt es umso schneller. Ja, das hat mit mir auch gar nichts zu tun. Gefühle sind da, die kommen und gehen. Und die dürfen da sein. Das ist Shakti, das ist Leben, ja, das ist Energie, das ist Glückseligkeit in jedem Gefühl. Emotion ist Energy Motion. Das ist Energie, Shakti, Kraft. Unsere Urkraft, die da ist, zum Beispiel im dritten Chakra, oder die Liebe im vierten, ja, die Lust im zweiten, ja, oder auch das Genießen, das Fließen, oder der Ausdruck im fünften, ja, whatever. Ja, oder die Liebe, habe ich die Liebe schon gesagt, im vierten? Ja. All das ist letztlich dann gleichzeitig da und zeigt sich dann mal da, mal mehr dort und mal mehr da. Whatever. Über etwas auf oder nur kurz, da gebe ich dir schon recht, das hast du schon richtig verstanden. Genau, nur kurz. Das geht dann so wieder weg. Ich weiß ja nicht einmal mehr nach einer Minute, was ich vorher gesprochen habe. Schon gar nicht, was ich vorher gefühlt habe. Das rauscht ja nur so durch. Das Leben, der Geist, das Wissen, das Fühlen, die Energie, das rauscht einfach so durch, wie durch einen Kanal. Ja, so ist es. Weil du sehr schnell, das ist jetzt wiederum Quatsch, weil du glaubst, ich würde irgendwas kontrollieren, dein Kopfchakra öffnen kannst. Nee, ich öffne gar nichts. Ich brauche nichts öffnen. Ich kontrolliere nichts. Ich kontrolliere in diesem Organismus rein gar nichts mehr. Seit ja, 22 Jahren, würde ich schon sagen. Das hat sich nicht geändert. Das war immer. Ich kontrolliere. Naja, sicher gehe ich schlafen, wenn ich jetzt spüre, schlafen ist angesagt. Aber es geschieht letztlich alles von selbst. Ich kontrolliere da in dem Sinn nichts. Also so wenig wie das Atmen oder den Herzschlag. Ja. Und ich kontrolliere da kein Kopfchakra, ich kontrolliere da nichts Spirituelles mehr. Das habe ich gemacht auf meinem yogischen Weg in den 90er Jahren. Es sind Konzepte, die teilweise auch funktionieren, aber ich kontrolliere da gar nichts. Ja? Und das Kopfchakra ist einfach nur offen, das rauscht, wie gesagt, alles einfach nur durch. Und ich brauche auch nicht bewusst werden. Ich bin zwar bewusst und ich bin Bewusstsein, aber da braucht man nie irgendwas ändern.
Selbst wenn Unbewusstheit da ist, ist es vollkommen okay. Du darfst auch, das Selbst darf auch komplett in der Handlung verloren gehen, wie im Zen. Du wirst eins mit dem Bogen, mit dem Pfeil, mit dem Abschießen des Pfeiles, mit dem Malen, mit dem Weg an sich und vergiss dich dabei komplett. Und auch das ist voll gelebte Erleuchtung, wenn man so will. Ja? Weil Erleuchtung so viel Geschmäcker hat gleichzeitig. Und die sind alle richtig und alle gut. Egal, ob es ist ich bin oder ich bin nicht, ob es ist sein oder nicht sein, ob es irgendein bestimmtes Chakra ist, ob es Liebe ist, ob es Ausdruck ist, ob es Stille ist, ob es Freude ist, ob es Wille ist oder nicht Wille und Hingabe ist, das ist alles richtig, das ist alles gut. Und von all diesen Zuständen, die du auch kennst als Mensch, gibt es eine erleuchtete Version davon. Das ist der einzige Unterschied. Und die ist nicht wirklich anders. Sie ist nur bewusst erfahren und viel intensiver erfahren. Dazu gehört auch Leid, nicht nur Freude. Ja, alles. Von allem, was du kennst als Mensch, Positives wie Negatives, gibt es sozusagen eine erleuchtete Version. That's it. Und da ist eigentlich nicht so viel Unterschied. Und das macht die Zustände aus. Und damit wird jeder dieser Zustand ein erleuchteter Zustand, ein ganz spezieller Zustand, ein fantastischer Zustand. Oder zumindest interessant. Und irgendwann nicht einmal mehr interessant. Weil irgendwann ist das alles normal. Selbst Wunder, das Geschehen von Wundern ist eine Normalität. Das war's. Jo. Das war eine tolle Doppelfrage, lieber Andreas. Danke dir vielmals dafür. Jo, und allen, die zugehört haben, ja, möchte ich nochmal bitten, gebt mal Feedback, was ist euch eigentlich lieber, ist Hochformat oder Querformat? Ich brauche eigentlich nur das Handy umdrehen, mir ist wurscht. Das Hochformat habe ich vor allem gestartet wegen Instagram und weil heutzutage die meisten doch mit Mobiles auch schauen oder viele mit Mobiles. Gebt mal da bitte Feedback, egal wo ihr das gerade schaut. Und ja, ich freue mich natürlich über das Übliche. Ne? Gefällt mir, teilen, Kanal abonnieren. Ja. Und Fragen stellen. owk.eu/fragetka könnt ihr Fragen stellen. Auf Facebook ist es. Und bitte andere Fragen bewerten. Es hungern da viele Fragen mit vielleicht ein Gefällt mir herum, die aber gut sind. Also bitte bewertet, weil das ist dann das, was ich dann wieder nächste Woche und danach dann als nächstes Video machen werde. Alles Liebe euch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Namaste.